Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Nach den ganzen Workout-Videos dachte ich, es wird mal wieder Zeit für ein Video, wo ich ein bisschen mehr quatsche. Ich rede ja sehr gerne und viel. Falls ihr euch das täglich antun möchtet, könnt ihr auch gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen. Da nehme ich euch täglich in meinen Stories mit. Und ja, jetzt dachte ich mir, mache ich doch mal einen Vlog. Ihr habt gesehen, ich bin schon gut in den Tag gestartet. Ich war mit Lilly Gassi, ich habe Yoga gemacht, ich habe meine goldene Milch getrunken, war gerade duschen und jetzt werde ich mir was zum Frühstück machen. Und zwar werde ich heute Frühstück-Cookies machen. Werde auch so ein paar Rezepte mit in das Video einbauen, damit ihr quasi auch noch einen Mehrwert habt und nicht nur mich am Quatschen erlebt. In diesem Sinne werde ich direkt mal starten. Ich habe hier hinten schon ein bisschen was vorbereitet und das zeige ich euch jetzt mal von näher dran. Hier seht ihr schon mal die Zutaten. Ich werde auch alles in die Beschreibung schreiben. Es werden Haferflocken-Cookies, deswegen logischerweise Haferflocken. Dann haben wir hier Proteinpulver und Rosinen. Eine Mischung aus Nüssen und Samen, zerdrückte Kichererbsen, einen Apfel, eine zermanschte Banane, Saft einer Zitrone, Backpulver, Backnatron und Zimt. Ich werde die ganzen Zutaten jetzt einfach in eine Schüssel geben, mit den Händen verkneten und daraus Cookies formen und dann kommt das Ganze so für 15 Minuten bei 170 Grad in den Ofen. Ich habe jetzt gerade die Cookies aus dem Ofen genommen und bevor ich sie euch zeigen konnte, musste ich sie natürlich schon probieren. Oh mein Gott, sie sind so lecker. Ihr müsst sie unbedingt probieren, solange sie noch warm sind. Schaut sie an. Schaut, oh Gott, es ist so lecker. Ach. Ohne Spaß, ich muss mich jetzt richtig zurückhalten, nicht direkt das ganze Blech zu essen. Sie sind so unfassbar lecker. Macht sie unbedingt nach. Das ist das perfekte Frühstück. Auch vor allem zum Mitnehmen. Also es eignet sich ja total gut, es damit zur Arbeit zu nehmen oder den Kindern mit in die Schule zu geben. Also unfassbar lecker, wirklich. Natürlich brauche ich auch wieder ein Versuchskaninchen, um zu checken, ob das Rezept überhaupt gut ist, damit ihr das auch bekommt. Und ich glaube, Lilly, möchtest du Versuchskaninchen sein? Ja? Gib mal Foto. Gib Foto. Ja, fein. Guck mal hier. Schmeckt das? Schmeckt es lecker? Magst du noch mehr? Magst du noch mehr? Na, mal sitz. Gib Pfote, fein. Ich habe jetzt gerade einen Workout für euch abgedreht. Das ist ein Rücken-Workout ohne Equipment und im Tabata-Style. Das bedeutet, man hat immer eine bestimmte Anzahl an Sekunden, die man die Übung macht und dann eine bestimmte Anzahl an Sekunden Pause. Ich habe mich entschieden für 40 Sekunden Belastung und für 20 Sekunden Pause. 6 Übungen, a 3 Runden und das habe ich jetzt gerade komplett abgefilmt. Und jetzt habe ich eine Pause. Danach werde ich noch einen Workout abfilmen und zwar ein Arm-Workout, glaube ich. Und ich würde sagen, Pausen müssen sinnvoll genutzt werden und zwar um ein Cookie zu essen. Ich wette, die Cookies sind heute Abend alle schon weg. Aber sie sind auch einfach so lecker, ohne Spaß.
Also die werde ich definitiv öfter machen. Sie gehen super schnell. Also die Vorbereitungen sind keine 5 Minuten. Das Backen sind maximal 20 Minuten. Und es ist so göttlich. Sie sind einfach so lecker. Ich muss mich echt zurückhalten, dass ich nicht alle auf einmal esse, weil sie einfach so lecker sind. Aber ich drehe ja heute ein paar Workouts und da kann man die dann schon mal essen, ne? Bei mir gibt es jetzt diese leckere Bowl zum Mittagessen. Ich freue mich schon total drauf. Da fehlt auf jeden Fall noch das Dressing. Das mache ich immer erst anschließend drauf. Und zwar ganz einfach ein bisschen Sojajoghurt. Dann nehme ich Apfelessig, ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das Wichtigste, das kommt überall bei jedem Essen eigentlich bei mir drauf, Hefeflocken. Ich liebe Hefeflocken und davon mache ich immer sehr gerne sehr viel drauf. Insofern werde ich jetzt quasi das Essen beschneien. Und dann werde ich es mir schmecken lassen. Und da soll noch mal jemand sagen, Berlin ist hässlich und grau. Okay, wir sind jetzt nicht mehr ganz in Berlin, sondern ziemlich am Rande. Aber ist das nicht einfach traumhaft schön? Das ist mein absoluter Happy Place. Wir sind wirklich täglich eigentlich auf dem Feld spazieren, gehen eine richtig schön große Runde. Lilly liebt es. Sie hüpft da wie so ein junges Reh. Und ja, das ist so absolut meine Zeit für mich, meine Zeit, um einfach mal von allem abzuschalten, um ja in Gedanken zu versinken, um einfach die Zeit und die Natur zu genießen. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir gehen jetzt hier die Runde spazieren und später geht's dann nach Hause, dann werde ich noch ein Homeworkout machen, aber das werdet ihr dann sehen. In diesem Sinne werden wir jetzt hier mal unsere Runde gehen.
So ihr Lieben, ihr habt es gerade gesehen, ich bin durch mit meinem Training. Ich habe Schulter, Trizeps und Bauch trainiert und ich muss sagen, von der Motivation her war es jetzt nicht unbedingt mein bestes Training. Und da wären wir genau bei einer Frage, die ich immer wieder bekomme und zwar, Anni, wie kannst du immer motiviert sein? Fakt ist, auch ich bin nicht immer motiviert. Niemand ist immer motiviert und nicht jedes Training ist gleich gut und das ist auch ganz normal, das ist ganz menschlich und das ist auch gut so. Weil ansonsten hätte man ja auch keine richtig super tollen Trainings, wenn jedes Training gut wäre. Aber auf diese Frage, Thema Motivation, kann ich sehr gerne in einem separaten Video mal ein bisschen ausführlicher eingehen, wenn ihr das möchtet. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Genau, ansonsten gibt es bei mir jetzt Abendessen. Ich freue mich schon total. Das ist auch so ein Grund, warum ich trainiere und warum ich es so sehr liebe, einfach um mehr essen zu können. Und so landet das Essen auch genau an den richtigen Stellen. Genau. Bei mir gibt es jetzt Reis und dazu habe ich mir eine Tofu-Gemüsepfanne gemacht, bestehend aus Tofu, Grünbohnen, Brokkoli, Sojasprossen und das Ganze habe ich angebraten mit verschiedenen Gewürzen und Sojasauce. Das Ganze lasse ich mir jetzt schmecken und eigentlich, als ich mit dem Vlog angefangen habe, hatte ich vor, so ein Full Day of Eating zu machen. Ich habe euch zwar jetzt auch immer mein Essen mitgefilmt, aber so ein richtiger Full Day of Eating ist es ja doch nicht, weil so viel anderes auch noch mit passiert ist. Und deswegen glaube ich, mache ich nochmal einen separaten Full Day of Eating, wo es dann wirklich nur um das Essen geht, wo ich dann auch ganz explizit dazu schreibe, was das jetzt alles ist. Und ich weiß nicht, ob ihr auch wissen wollt, wie viel das ist, weil das ist auch so eine Sache, das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Also ich möchte nicht, dass ihr euch ein Vorbild an den Mengen nehmt, die ich esse, weil ja jeder einen unterschiedlichen Bedarf hat und demnach auch unterschiedlich Kalorien zu sich nehmen, ja, sollte. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Ich tracke seit über einem Jahr nicht mehr und habe zwar so einen groben Überblick, aber weiß nicht 100% genau, was ich zu mir nehme. Ansonsten werde ich später noch einen Sojajoghurt mit gefrorenen Beeren und Nüssen oder Peanut Butter essen. Mal schauen, was ich mir da alles drauf mache. Ich esse in der Regel immer Topping mit Joghurt und ich brauche auf jeden Fall immer noch irgendetwas Süßes am Abend. Das ist so, ja, ich brauche es einfach. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Vlog fandet. Für mich ist es total ungewohnt, wieder die Kamera mitzunehmen und ich glaube, ich muss zukünftig auch so ein bisschen mehr Struktur in das Ganze bringen und mir vorher ganz genau einen Plan machen, was ich denn alles filmen möchte, weil jetzt ist es so ein bisschen durcheinander und ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob das einfach zu viel war für den Vlog, also zu viel unterschiedliche Sachen, ob ihr lieber, wenn ich zum Beispiel ein Full Day of Eating mache, ob ihr dann wirklich nur das Essen haben wollt oder ob ihr auch Einblick in den kompletten Tag haben wollt, weil das war jetzt eigentlich eher wie so ein Full Day of Anni. Genau, nochmal zum Essen. Ich habe heute Morgen natürlich komplett die Cookies gegessen, also im Laufe des Tages. Die Cookies sind weg und ansonsten eben die beiden Mahlzeiten und später gibt es dann noch den Sojajoghurt. Und auch jetzt dieses Outro ist wieder komplett konfus. Wie ihr seht, ich muss erstmal in diese ganze YouTube-Geschichte wieder reinkommen und in das mit der Kamera quatschen wieder reinkommen. Ich höre jetzt am besten auf zu quatschen. Das Essen wird auch kalt und ich kann es kaum erwarten. Ich habe nämlich so einen Hunger. Ich möchte essen in diesem Sinne. Ja, hoffe ich, dass ihr ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog hattet. Lasst mich gerne ja, wissen, wie ihr es fandet. Schreibt mir euer Feedback gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch, über euer Abo natürlich auch. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu können. Das wird dann, denke ich mal, wieder ein Trainingsvideo. Und ja, eure Videowünsche könnt ihr mir natürlich auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten schicke ich euch ganz, ganz liebe Grüße und freue mich, wie gesagt, auf das nächste Video mit euch.